Hallo und herzlich willkommen bei Bass Tuning. Wir zeigen euch heute, wie man die Wischerblätter wechselt. Und wir haben uns als Beispiel einen Golf 3 rausgesucht. Ganz einfache Sache. Und zwar, wir klappen den hier nach oben. Dann drehen wir ihn ein bisschen so zur Seite halt. Und dann ist normalerweise hier hinten eine Nase, die ihr reindrücken müsst oder runterdrücken. Das sparen wir uns bei dem jetzt, weil das ohne funktioniert. Und dann können wir den einfach hier rausziehen. Und dann geht er hier locker vorbei. So, dann haben wir hier das neue Wischerblatt. Genau wie wir es ausgebaut haben, noch ganz wichtig, wenn ihr das Ganze ausbaut. Dieses Teil ganz nach oben klappen, weil wenn es auf die Scheibe schlägt, dann war es das mit der Scheibe. Also da wirklich aufpassen. So, den neuen Scheibenwischer, da klippen wir wieder dieses Teil raus, dass wir da ohne Probleme reinkommen. Ich zeige das hier jetzt. Stulpen das hier drüber. So, und drehen es dann hier so rein. Und dann schieben, bis es Clip macht. Wir hoffen, das Ganze hat euch weitergeholfen und ja, haut da rein.